Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder den Bubblegum Simulator. Beim letzten Mal habe ich es auf den Mond geschafft und dort werde ich mich auch direkt hinbegeben. So, da sind wir auch schon auf dem Mond. Hier gibt's diese drei Eier, die ich mir alle noch nicht leisten kann. Ich bin ja immer so einer, ich spare ja immer gern aufs Letzte und kaufe mir das direkt, aber das kann ich mir niemals leisten. Aber ich würde so gerne. Wir werden mal ein paar Gems sammeln und uns dieses Eck hier kaufen. Vielleicht sind die Pets da drin ja schon besser als die, die ich jetzt habe. Vielleicht aber auch nicht, weil ich meine, das hier ist gerade mal die Mondregion. Es geht noch eine Weile nach oben. Wir werden ja sehen, wie weit es geht. Ich hau auf jeden Fall jetzt den Autoklicker rein, dass der anfängt zu blasen und spring einfach mal hoch. Oh, ich liebe das Hochspringen. Auch wenn ich mich gerade eben gestoßen habe an einem Planeten. Please, höher. Warte mal, wie viel kann ich eigentlich? 75.000 Blasen. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich so viel habe. Das heißt, ich kann ja schon eine Weile blasen, bis ich voll bin. Hallo? Oh, das hier ist gar nicht ein Planet, auf dem ich stehe. Das ist meine eigene Blase. Ich glaube, ich sollte meine eigene Blase mal deaktivieren, weil die verhindert meine Sicht ein wenig. Es ist zwar schon cool zu sehen, wie groß die Blase inzwischen ist, aber das wird irgendwann auch viel zu viel. Komm, Leute, ich deaktiviere jetzt mal kurz die Blase. Einmal hier so. Aufhören zu blasen in die Einstellungen und dann... Ich könnte auch Bubble Lock machen. Stops blowing bubbles. Weiß nicht, was das bedeutet, aber ich sag mal, Blasenschwerkraft an, aus. Damit kann ich verhindern, dass ich hoch springen kann oder was ist denn da hinten? Na gut, zeige Kaugummis aus. So. Achso, die ist jetzt so. Na gut, das geht natürlich auch. Damit kann ich leben, wenn ich jetzt nicht runterfallen würde. Hilfe, please. Erstmal diese... Ja, Mann. Da hinten ist noch was Grünes. Das Grüne hole ich mir, obwohl... Nee, ich will nicht mehr so weit runter. Aber da sind Gems. Ah, wie komme ich denn da hin? Aua, aua, so komme ich da nicht hin. Nein, please. Obwohl, so komme ich da hin. Nein, bitte, bitte, please. Ja, und wenn ich jetzt in die Richtung springe, dann lande ich doch bestimmt auf diesen Teil. Please, 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 nein, 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 bitte. Komm jetzt, wenn ich mir jetzt den Kopf an irgendwas stoße. Gut, nein, geh weg. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel es mir gebracht hat. Doch, ich hatte vorher ungefähr 17.000, das heißt, es hat mir ungefähr 4.000 gebracht, glaube ich. 4.000 Gems, auch in Ordnung, kann ich mitleben. Und ich bin jetzt in The Dry Light gelandet. Rechtzeitig zur Blase voll. Und jetzt kann ich hier wieder Zeug einsammeln. Und ich kann hier verkaufen. Tja. Das heißt, ich kann wieder neu blasen. Und nicht nur neu blasen. Kann ich hier nicht etwas Neues kaufen? Nee. Dann würde ich sagen, öffne ich jetzt erstmal das erste Eck. Und wenn sich dieses Eck nicht lohnt, dann bin ich ein trauriges Conny. So, erstmal hier noch diesen ganzen Kram einsammeln. Weil es tut ja immer gut, das Zeug einzusammeln. Oh oh. Ich sollte vielleicht Dings machen. Blase ich noch? Gut. Jetzt. Ich möchte bitte eins öffnen, danke. Ja, Mann! Ich konnte gar nicht lesen, was es war. Das war so schnell weg. Aber wir gucken jetzt mal, was ich für ein Pet gezogen habe. Es war auf jeden Fall selten. Hier, Dark Pet. Plus 19, plus 25. Oh Gott! Okay, die sind richtig schlecht im Vergleich zu meinen jetzigen Pets. Obwohl, es ist besser als der Twitter-Doggy. Tut mir leid, Twitter-Doggy. Du wirst durch einen Dark Pet ersetzt. Polar Bear ist auch... Auch... Okay, dann hole ich mir davon ein paar. Aber ich habe ja gesehen, das geht doch relativ schnell mit den Gems-Farmen, als ich eben oben war und aufgesammelt habe. Jetzt habe ich ja schon wieder 15 zusammen. Vielleicht farme ich doch auf die 50.000 hier. Aber was ich zuerst mache, das habe ich ganz vergessen. Ich gehe wieder runter, um wieder in die erste Region zu gehen. Weil dort gibt es ja wieder eine Kiste, die ich einsammeln kann. Ja, Mann. Und jetzt versuchen wir wieder, so hoch wie möglich zu kommen. Und Leute, wie habt ihr euren Tag so verbracht? Also mein Tag fing wundervoll an. Ich bin früh aufgestanden, dachte mir, boah, ja, Montag übrigens, ich nehme das an einem Montag auf. Ich nehme das gerade an demselben Tag auf, an dem das erste Bubblegum Simulator Video online kam. Am selben Tag ist diese Aufnahme hier. Ich habe mir gedacht, boah, ich bin früh aufgestanden, ich habe richtig viel vom Tag, habe mich dann vor meinem Planer gesetzt, habe meinen Tag geplant, dachte mir so, boah, ja, einkaufen gehen, saugen. Ich habe dann noch genug Zeit, um das Video aufzunehmen, mir was zu essen zu machen und heute Abend 17 Uhr dann chillig arbeiten gehen. Habe das geplant, habe mich auf den Tag gefreut. Guck einmal noch in meinen Arbeitsplan rein, weil es kann ja immer sein, dass sich was ändert. Kurzfristig normalerweise nicht, aber tatsächlich hat sich kurzfristig etwas geändert. Ich arbeite doch nicht von 17 bis 23 Uhr heute. Ich arbeite von 14 bis 23 Uhr heute. Auf einmal war mein ganzer Plan für den Arsch. Ich musste alles vorverschieben und bin jetzt auf einer richtig engen Schedule. Aber was mache ich nicht alles für Roblox? Nein, nein, nein! Warum bin ich abgeprallt? Please! Oh Gott, ich hatte gerade Riesenangst, dass ich wieder abpralle. Aber dafür kann ich mir Gems krallen. Please, 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 please. Oh Gott, ich bin noch nicht stark genug hierfür. Aua, ich bin ziemlich stunned. Ah, jetzt, okay. Dann mir das hier ein. Ich verkaufe. Und ich würde sagen, ich gehe einmal kurz runter zum Mond und kaufe mir da besseres Kaugummi, damit ich höher springen kann. Hoffentlich. Nein, nein, ich bin genau vor dem Mond aufgeprallt. Nein, jetzt fahre ich ganz runter. Danke, aua, 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 hallo? Abzeichen. Ja, ich bin Bubblegum-Enthusiast geworden. Und jetzt bin ich tot? Hallo? Ich bin tot, bin gestorben. Leute, ich bin einfach gestorben. Aber in dem Spiel scheint es nicht so schlimm zu sein, wenn man stirbt. Sehr gut. Ich hatte schon Angst. Okay, dann werde ich jetzt hier verkaufen. Verkaufen, please. Danke. Geh auf den Mond und kauf mir stärkeres Kaugummi. Und Geschmacksrichtung.
Weil ich es mir wert bin. Allererstes hier. Obwohl, erstmal eine stärkere. Nee, doch, ein stärkeres Gummi. Momentan, welches habe ich denn momentan? Das hier. Das heißt, ich müsste mir dann das Alien-Gummi holen. Oder spare ich doch auf das radioaktive Gummi? Ich hole mir das Alien-Gummi. So, damit kann ich schon mal ein bisschen höher. Und kann ich mir eine bessere Geschmacksrichtung leisten? Ja, Mann. Dann hole ich mir direkt Aqua. Damit ich auch das Ganze schneller zusammenkriege. Und dann versuchen wir nochmal hochzugehen. Und diesmal mache ich nicht den Fehler, selbst zu gehen. Ich nehme doch die Portale. Ich habe es eingesehen. Portale sind wichtig. Übrigens, das ist jetzt schon das gefühlt vierte Mal, dass ich hier oben rechts das Leaderboard zumache. Geht das automatisch auf oder klicke ich immer wieder auf Tab? Naja, wir werden es sehen. Ich werde jetzt darauf achten, dass ich nicht auf Tab drücke. Ich will wissen, was das da hinten ist. Das sind bestimmt so andere Dimensionen, in die man dann später hinkommt. Weil es kann dann nicht sein, dass man ewig nach oben springt. Weil Roblox hat eine maximale Höhe, die man springen kann. Wenn man höher geht, dann geht Roblox kaputt. Darüber könnte ich auch mal ein Video machen. Aber ich wette, ihr wisst schon, wie das aussieht. Wenn ihr nicht wisst, dann könnt ihr es gerne mal reinschreiben. Aber ich glaube... Nein! Warum? Warum? Was habe ich dir getan? Please. Hey. Die Wolke ist fluffig, von der kann ich nicht abprallen. Gut, hier ist gar nichts. Gut, also springe ich in die Richtung. Und ich hoffe, ich schaffe das noch. Ich hoffe, ich schaffe es zumindest auf diese Wolke. Ich hoffe, ich schaffe es überhaupt irgendwo hin. Okay, ich habe, glaube ich, nicht genug Jump Power, um in die nächste Region zu kommen. Kann das sein, dass es dann doch schon so krass schwer ist? Oder bin ich einfach nur zu blöd, um hier hochzuspringen? Ich glaube, ich bin einfach nur zu blöd. Weil, ja, damals habe ich schon eine Weile gebraucht, um in die nächste Region zu kommen ab und zu. Aber doch noch nicht schon so früh, oder? Ach, kommt schon! Oder passiert immer wieder das? Okay. Okay, von der Wolke auf die Wolke. Ganz entspannt, wir schaffen das. Ah, wenn ich Blase voll wegklicke, dann geht das Leaderboard auf, aus irgendwelchen Gründen. Okay, naja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Timelapse, bis ich es endlich hochgeschafft habe, ohne ständig runterzufallen. Please. Und damit habe ich es geschafft. Diesmal sogar ohne einen Fail mittendrin. Ich habe es jetzt so gemacht, immer wenn ich so wenn ich mir nicht so sicher bin, ob ich vielleicht doch abpralle von den Steinen. Oh, gibt's hier Gems? Es gibt Gems! Ja, Mann! Das ist doch mal was Schönes. Erkunde Zen, um dieses Portal freizuschalten. Okay, also ist das ein Portal nach oben? Auf jeden Fall mit den Gems kann ich jetzt endlich neue Eggs öffnen. Und nicht nur neue Eggs öffnen. Warte, wie viel kriege ich hier? 10.000, 4.000, 4.000, das schmeckt doch. Ich bin auch gerade mal in 2 Kilometern Höhe und schon im Weltall. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Liebe Bubblegum Simulator Ersteller. In 2 Kilometern Höhe ist man noch nicht schon im Weltall. Und auch nicht schon an 12 Mini-Saturnen vorbei. Oder Jupiter wahrscheinlich eher. Die haben ja alle gar keine Ringe, ne? Was ich sagen wollte, wenn ich auf diesen Stein so halb aufkomme und mir nicht sicher bin, ob ich vielleicht abpralle. Kann ich das hier berühren? Keine Ahnung. Und mir nicht sicher bin, ob ich abpralle, dann halte ich einfach die Leertaste gedrückt für den Fall, dass ich wegfliege. Habe ich immerhin noch einen Sprung nach oben, der mich retten kann. Ich kann nicht aufhören, diese ganzen Gems hier zu farmen. Aber ich gehe jetzt runter, dann wieder auf den Mond und dann öffnen wir neue Eier. Weil ich habe Bock auf neue Pets. Neue Pets, so geil. Und hier erstmal verkaufen. Klupp. Ich will diese Polarbären nicht mehr. Ich mag euch nicht mehr. Level 2, pff. Als ob mich das hier interessiert hätte. So, 50.000, davon kann ich ja jetzt ein paar öffnen. Ich brauche einen Game Pass für Multi-Egg. Für Auto wahrscheinlich auch. Nee, für Auto nicht, okay. Dann öffne ich jetzt einfach. Ich öffne so lange, bis ich jetzt Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen habe. Puh, häufig, wer will schon häufig? Selten, puh. Ich will, was auch immer Fragezeichen ist, haben. Hallo? Wann kriege ich endlich? Oder jetzt gönn endlich mal. Hallo? Please? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die super seltenen Pets ein bisschen seltener sind. Aber 0,3%ige Chance ist gar nicht mal so eine niedrige Chance, ne? Also wenn es wirklich eine 0,3%ige Chance ist, dann ist es möglich, dass ich das Ding hatche mit meinen paar Versuchen. Besonders, yeah. Pet Rumble Hoarder Studios. Was? Pet Hoarder, achso, ich habe noch ein Abzeichen bekommen. Diese Abzeichen in Roblox. Ich weiß noch nicht, was einem diese ganzen Abzeichen bringen sollen. Man wird so überflutet in Roblox damit. Und was bringt es einem im Endeffekt? Ein überflutetes Profil. Roblox hat die Abzeichen inzwischen teurer gemacht. Dass die Entwickler nicht mehr so viel erstellen. Endlich episch! Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, häufig, okay. Kommen jetzt noch Legendär oder Mythical oder was auch immer da hinten kommt. Wahrscheinlich Legendär. Damals hat man nach Episch schon mal Legendary gemacht. Oder Rainbow. Oh mein Gott, stellt euch vor, das wäre Rainbow. Ah, ich
Ich schlafe ein. Ich habe noch 1 Million übrig, ne? Und was habt ihr so den Tag lang gemacht? Also ich muss bald aufhören mit dieser Aufnahme. Weil ich mir noch was zu essen machen muss, bevor ich einkaufen gehe, bevor ich arbeiten gehe. Sollte. Ich will aber, wenn ich schon nicht das Legendäre bekomme, möchte ich ein paar mehr von den Epischen ziehen, damit ich das vielleicht verbessern kann. Ich hoffe, man kann die Pets hier irgendwie zusammenfusen oder so. Übrigens, kann man irgendwie diese Schrift da oben ausschalten? Ich will diese Schrift da oben nicht haben. Also wirklich. Zweimal Luck, zweimal Shiny Chance, zweimal Mythic Chance. Mythic, okay, macht Sinn, dass es dann doch Mythic ist. Und Hatch Speed. Das ist cool, dass wir das alles haben, aber trotz dieser ganzen Boni ziehe ich keine Mythical Pets. Was soll denn das? Und nicht nur das. Diese blöde Schrift geht da nicht weg. Die ist immer im Weg. Die stört mich voll. Kann man die ausschalten? Please. Ja, Mann, noch ein seltenes Pet. Episch. Oh, bald habe ich alle außer die ich haben will. Ich will doch nur eins der beiden da unten. Oh, you don't have enough money. Okay. Als ob ich mir hier Dings, Gems kaufe für Robux. Ich bin noch nicht beschugge, Leute. Ich gehe jetzt erstmal auf Amethyst Golem. Oh, der ist shiny. Es gibt shiny Pets. Macht ihr das irgendwie besser? Oh ja, die sind dann doppelt so gut, wenn die shiny sind. Nice. Dann würde ich sagen, dich rüsten wir aus. Warte, warum, bei denen steht Enchant. Ich kann Dings ausgeben für Enchantment, dann sind die besser. Klar. Okay, die wollten mir direkt schon wieder was andrehen. Wenn ich hier auf Enchant drücke, sage ich bam. Achso, das zweite kostet gleich 300.000. Alles klar, Bro. Kann ich die hier enchanten? Nee. Aber wenn man 10 hat, kann man sie shiny machen. Wenn man einen shiny hat, kann man die enchanten. Okay, das macht soweit schon mal Sinn. Hier habe ich 4 von 10, hier habe ich 9 von 10. Ja, und von den anderen, ja, von den Mäusen hier, ich kann so eine Space Maus shiny machen. Was bringt's mir? Jetzt habe ich eine shiny Space Maus. Wo ist sie? Oh mein Gott, 2218. Warum sind die jetzt vorne? Die sind schlechter. 2218, 2318,4. Warte mal, wenn ich die Space Maus hier noch enchante. Dann ist die Space Maus. Doch, die sind dann beide gleich gut, die beiden Space Mäuse. Okay. Ja, die bringen ja noch so anderweitig Boni, ne? Ja, erstmal ausrüsten, alles bis ich nicht mehr kann. Oh, mehr kann ich nicht. 6500. Ja komm, ich nehme die blöden Space Mäuse hier weg, weil der hier ist besser. 160, 100, immer noch besser. 61, 51, tut mir leid, Bro. Auch wenn du shiny bist. Obwohl, ich habe sonst keine, die besser sind. Na gut, dann nehmen wir dich doch rein ins Team. So, dann haben wir hier jetzt mein neues Team. Und wenn ich einmal klicke, habe ich 1,3000, meinetwegen. Dann gehen wir wieder hoch. Und um hochzugehen, muss man runtergehen. Willkommen bei Hardware-Rat. Ich habe mir gestern übrigens einen neuen PC gekauft. Der sollte innerhalb der nächsten paar Wochen ankommen. Hoffe ich zumindest. Ah, und das hat wehgetan. Ich habe jetzt gar kein Geld mehr. Ich habe wirklich alles Geld, das ich hatte, ausgegeben für diesen PC. Ich habe auch 2 Jahre lang gespart, bis ich mir den PC leisten konnte. Es hat trotzdem wehgetan, weil es ist nicht wirklich der optimale PC, den ich hätte haben wollen. Aber die Grafikkartenpreise sind ja so in den Himmel geschossen. Und ich weiß, es gibt Aussicht darauf, dass die Grafikkartenpreise jetzt wieder günstiger werden in den kommenden Monaten. Mit dem Weihnachtsgeschäft werden sie jetzt aber erstmal wieder teurer. Das heißt, hätte ich jetzt noch ein paar Monate gewartet, wäre der PC noch viel teurer für mich geworden erstmal. Und dann hätte ich nochmal ein paar Monate warten müssen, bis das Weihnachtsgeschäft vorbei ist. Und ich falle die ganze Zeit wieder runter, please. Aber dann, wenn das Weihnachtsgeschäft vorbei gewesen wäre, würden die Preise dadurch erstmal sinken und dann gäbe es noch ein Event, das die Grafikkartenpreise wahrscheinlich nochmal sinken lassen würde. Ich bin jetzt wieder hier unten. Toll. Ich bin auch übrigens immer noch ein Anfänger. Ich kann mir einen anderen Titel geben, mache ich auch gleich. Aber ich weiß ja nicht, ob ihr euch schon mal mit Crypto-Mining befasst habt. Aber Bitcoin ist auf euch allen auf jeden Fall ein Begriff. Da gibt es noch sowas anderes. Das nennt sich Ethereum. Ist auch eine sehr beliebte Kryptowährung. Ein bisschen anders als Bitcoin, aber stellt euch darunter einfach Bitcoin vor. Und Ethereum hat vor, eine Veränderung zu machen. Ethereum möchte vom Proof of Work überswitchen zum Proof of Stake. Und das ist meine Ansage. Proof of Work bedeutet, um Transaktionen zum Beispiel zu gewährleisten, braucht man die Rechenleistung von richtig vielen Leuten, die halt irgendwelche komplizierten Hashes ausrechnen. Das ist der Grund, weshalb es so viele Bitcoin-Miner gibt oder auch Ethereum-Miner gibt, die sich Grafikkarten aufkaufen, weil man dafür richtig viel Rechenleistung braucht. Ethereum möchte das jetzt aber ändern. Die möchten nicht mehr, dass man solely auf der Rechenleistung
Verantwortung von irgendwelchen Leuten da draußen hängen muss, weil das nicht nur die Grafikkartenpreise in den Himmel schießen lässt, sondern auch ziemlich schlecht für die Umwelt ist, wegen der großen Stromkosten. Ethereum möchte mit Proof of Stake halt irgendwie, ich habe mich da noch nicht reingelesen, aber irgendwie sollen da nicht mehr so komplizierte Hashes ausgerechnet werden. Natürlich braucht man immer Rechenleistung bei so einer Kryptowährung, aber nicht mehr so viel, sondern irgendwie wollen die jetzt halt gewährleisten, dass das durch das Staking von Ethereum läuft. Staking ist praktisch, ihr habt schon ein paar Ethereum und wenn ihr die staked, bedeutet das, ihr schließt die sozusagen weg. Ihr packt die zur Seite, sagt, für diesen bestimmten Zeitraum fasse ich die nicht an, ich werde sie nicht verkaufen, ich werde damit nichts machen, die sind gestaked. Und dafür kriegt man dann in der Regel eine Belohnung. Und diese Belohnung würden dann halt ein bisschen Ethereum sein. Das, was halt die Miner momentan machen. Die rechnen die Hashes aus und am Ende haben sie ein wenig Ethereum selbst. Und jetzt soll das halt durchs Staking der Währung selbst geschehen. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich erklärt, weil es ist schwer für mich, so ein Thema so zu erklären, dass man es auch versteht. Vor allem, wenn ich dann mich nicht darauf vorbereitet habe. Im Endeffekt bedeutet es aber, dass es weniger Miner geben wird. Ich meine, es wird immer noch Bitcoin-Miner geben. Aber vielleicht wird Bitcoin ja auch auf sowas umsteigen. Ich glaube nicht, aber vielleicht. Auf jeden Fall wird es keine Ethereum-Miner mehr geben, sondern eher Ethereum-Investoren. Die kaufen sich Ethereum, die staken das Ethereum und die sehen dann zu, wie das Ethereum sich vermehrt. Und ich meine, solange die Rendite auf so ein Stake größer sind als die Rendite auf ein Sparbuch, plus der Wertverfall von Ethereum nicht so riskant ist, ist es eigentlich ein gutes Investment. Das ist an sich auch eine gute Strategie, um den Wertverfall von Ethereum zu verringern, weil wenn man von einer Währung weiß, dass sie zu einem Großteil von den Investoren wirklich gestaked wird, dann kann man davon ausgehen, dass Sachen wie Panikverkäufe nicht mehr so einen krassen Impact haben, weil viele Leute gar nicht aus Panik verkaufen können, weil sie es ja gestaked haben. Man geht dann davon aus, dass die Währung stabiler ist, eine bessere Anlage ist und ich schaff's ja einfach nicht hoch, Leute. Ich schaff es einfach nicht hoch. Ich bin zu blöd. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Was soll ich tun, Bruder? Bruder, was soll ich tun? Wie auch immer, long story short. Ethereum Mining wird obsoleter. Das heißt, es wird weniger Leute geben, die sich Grafikkarten kaufen, um halt zu minen. Das heißt, es werden auch ganz viele schon gekaufte Grafikkarten wieder auf einmal den Grafikkartenmarkt überschwemmen. Dann gibt es wieder ganz viele gebrauchte Grafikkarten auf dem Markt. Die Preise werden sinken und die Nachfrage sinkt ja auch. Und das ist gut. Zumindest können wir darauf hoffen, dass sich dadurch die Situation dann langsam verbessert. Ich für meinen Teil, ich hoffe einfach mal, dass ich es irgendwann schaffe, da hochzukommen. Es kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Ich dachte, ich wäre so gut in dem Spiel. Ich bin so schlecht. Wenn ihr noch ein paar Tricks kennt, wie man schneller höher kommt, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich habe damals halt stundenlang Bubblegum-Simulator mit Victor, nee, nicht mit Victor, mit Louis im Livestream gespielt. Aber jetzt habe ich nicht die Zeit, um stundenlang zu spielen, weil ich gleich zur Arbeit muss. Die Aufnahme geht hier jetzt auch schon eine halbe Stunde. Das heißt, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert auch gerne die anderen Leute. Ich habe bestimmt schon wieder irgendwen in der Endcard verlinkt. Das war's und ciao!